Verdammt! Haben Sie keine Augen im Kopf? Oh Gott, da sehen Sie, was Sie mit meinem Wagen gemacht haben. Was haben Sie sich gedacht? Was haben Sie sich gedacht? Hallo? Sind Sie verletzt? Hä? Sind Sie verletzt? Nein. Dann steigen Sie gefälligst aus und sehen sich meinen Wagen an. Kommen Sie, sehen Sie sich die Seite an. Da über die ganze Breite. Stopp! Steigen Sie aus, okay? Steigen Sie aus, bevor Sie noch jemanden totfahren. Steigen Sie einfach aus. Kommen Sie. Steigen Sie einfach aus. Oh, stopp! Machen Sie ihn aus. Bitte machen Sie ihn aus. Okay. Oh, hören Sie. Oh mein Gott. Sind Sie... Das tut mir so leid. Hören Sie. Sie müssen schon gucken, okay? Das ist so beim Autofahren. Man muss erst schauen, bevor man mit dem Wagen rückwärts fährt. Verstehen Sie, was ich sage? Sind Sie betrunken? Nein, bin ich nicht. Was stimmt da nicht mit Ihnen? Ich habe Sie nicht gesehen. Sie haben mich und den großen Wagen nicht gesehen. Ich muss unbedingt meinen Flieger kriegen. Wir alle müssen unseren Flieger kriegen. Sie müssen Ihren kriegen, ich meine. Und jetzt werde ich Ihnen Ihretwegen wahrscheinlich verpassen. Bitte hören Sie auf zu weinen. Es ist nur, weil ich so viel Pech gehabt habe in letzter Zeit. Und ich bin sick geworden, allein zu reisen. Okay, geben Sie mir Ihren Führerschein. Wir regeln das irgendwie. Wir regeln das schon, ja? Sie haben doch Ihren Führerschein dabei. Ja. Okay. Ich finde ihn nicht. Ich habe ihn nicht dabei. Ja, natürlich nicht. Ich muss meinen Flug kriegen. Ich muss nach Italien. Meine Tochter heiratet dann nämlich. Ihre Tochter heiratet? Ja? In Italien? Ihre Tochter feiert dort ihre Hochzeit? Wie heißt sie? Was hat das mit dem Wagen zu tun? Mein Sohn heiratet ebenfalls in Italien. Sind Sie Patricks Vater? Ja. Ja. Ich bin Philipp.